Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Hallberg, Herr Präsident, ich denke, die Situation, die wir im Moment bei Hallberg-Guss haben, ist eine ganz schlimme Situation, wo wir nicht einfach so drüber weggehen können, hier einen schönen Beschluss heute fassen, wo wir für uns dann denken, die Welt ist in Ordnung. Nein, wir müssen uns um die Details kümmern. Und mir ist aufgefallen, Herr Lafontaine, dass bei Ihrer Rede man merkt, dass Sie heute doch schon sehr weit von dem Geschehen entfernt sind. Es ist nicht richtig, das ist der erste Punkt, dass in der damaligen Situation, als Prevent hier den Aufstand gemacht hat, nur die IG Metall mit VW geredet hat. Sicher hat die IG Metall mit VW geredet. Wir haben uns im Vorstand der IG Metall darüber unterhalten. Und es ist eine Unterstellung, hier nochmal, wie Sie das auch schon mal im Ausschuss gemacht haben, einfach zu sagen, die IG Metall hätte da andere Positionen eingenommen und sich nicht für Hallberg eingesetzt. Der zweite Punkt ist, dass Ihnen entgangen ist, dass in genau dieser Situation auch die Wirtschaftsministerin damals Verhandlungen mit VW direkt geführt hat. Das ist Ihnen einfach entgangen. Und wenn hier über Hallberg-Guss geredet wird, dann ist es für mich auch zu kurz gesprungen, wenn wir mit 2011 anfangen. Wir haben eine schwierige Situation in dieser Traditionsgießerei seit Jahren. In einer Traditionsgießerei, die hochwertige Produkte macht, die am Markt begehrt ist, allerdings immer schon darunter gelitten hat, dass die OEMs, die Hersteller, für dieses hohe Produkt nie den Preis gezahlt haben, der eigentlich für das Produkt notwendig gewesen wäre. Und wenn wir jetzt uns es einfach machen, da werden sehr viele klatschen und sagen, gut, wir machen da jetzt nochmal eine Staatsbeteiligung und das Ding ist erledigt, dann haben wir das falsche Signal gesetzt. Denn auch das ist die Wahrheit und das ist auch Ihnen ergangen, entgangen, Herr Lafontaine, dass wir ja schon mal eine Beteiligung bei Hallberg-Guss bis zur Insolvenz 2008 hatten. Wir hatten eine Sperrminorität und wir hatten auch Vertreter des Landes, das war damals der Staatssekretär Hettrich und Herrn Seidel vom Ministerium im Aufsichtsrat. Aber trotzdem hatten wir die Probleme, dass wir immer kämpfen mussten, dass die OEMs auch die Preise, die notwendig waren, für dieses Produkt zahlen. Und das ist eigentlich das Springende. Wir haben diesen Finanzkapitalismus nicht nur bei Hallberg-Guss, der ist drumherum. Und es wäre ja nicht dann die Lösung, wenn wir hier den Kapital einsteigen. Damit haben wir dem Finanzkapitalismus, den wir haben, überhaupt nicht die Zähne gezogen. Und es ist eine wirklich infame Unterstellung von Ihnen, wenn Sie sagen, das Wirtschaftsministerium, Jürgen Barke geht da etwas naiv an die Sache ran. Und ich erinnere, dass wir ja schon mal eine Insolvenz hatten, 2008, 2009, wo wir auch im Gläubigerausschuss nach einer Lösung gesucht hatten, auch verschiedene Dinge überlegt hatten, auch damals über Beteiligung geredet hatten, uns damals aber für das Modell mit der HTP das Ding zu sanieren, entschieden hatten. Und man muss heute im Rückblick sagen, dass das gar nicht so ohne Erfolg war. Wir hatten damals einen Beschäftigtenstand von knapp 800 Arbeitnehmer. Für die hatten wir das damals auch abgesichert, auch mit der IG Metall, mit Verträgen, und haben dann im Laufe der Zeit bis 2017, wo HTP das leider nochmal abgegeben hatte, dann einen Beschäftigungsaufbau auf 1400 Beschäftigten gehabt. Man sieht, es ist also möglich, auch mit einer gelenkten privatwirtschaftlichen Investition ein Ding auch zum Erfolg zu bringen. Und das Wesentliche war in dieser Zeit, dass wir damals auch gesehen haben,
dass in Zukunft es nicht ausreicht, nur Eisengussmotoren für die Automobilindustrie zu gießen. Wir hatten andere Felder aufgebaut. Wir haben im Bereich der Lkw-Produktion Landwirtschaftsmaschinen gemacht. Nur, dass nachher dann, das ist richtig, das haben Sie auch richtig gesagt, es zu diesem Skandal mit Prevent kam und uns diese Dinge kaputt gemacht hat, das setzt uns jetzt für die Probleme, die wir haben. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir in der Insolvenz sind. Wir haben einen Gläubigerausschuss, da ist das Land vertreten, da ist der Betriebsrat vertreten. Und ich erwarte von dem Insolvenzverwalter, dass jetzt an Lösungen gesucht wird, wie wir in eine andere Struktur kommen. Und ich warne davor, jetzt übereilt das Ding abzubrechen, sondern in der Insolvenz das Unternehmen zu sanieren. Und das ist auch von Ihnen unterschlagen worden, Herr Lafontaine. Auch bei Saarstahl haben wir nicht direkt nach der Insolvenz diese Lösung gehabt, sondern es wurde über Jahre, ich glaube, es waren fast 10 Jahre, wurde erstmal unter dem Insolvenzverwalter das Unternehmen saniert und dann wurde erst die Stahlstiftung, die Montanstiftung gegründet. Und deshalb sage ich, es wird niemand hier sagen, dass staatliche Intervention nicht immer richtig ist, aber ich denke, hier und heute wäre das der falsche Zeitpunkt. Man muss zuerst dem Insolvenzverwalter, dem Gläubigerausschuss die Möglichkeit geben, hier eine Sanierung voranzubringen. Und ich denke, das Thema wird uns noch weiter behandelt werden müssen. Und deshalb sage ich in dem heutigen Standpunkt, der Antrag der CDU und SPD-Fraktion ist richtig. Wir müssen alles tun. Die Landesregierung, und das hat auch der Ministerpräsident noch mal gesagt, ist auch dazu bereit. Aber über andere Dinge können wir heute zu diesem Zeitpunkt nicht abstimmen. Und deshalb bin ich für die Ablehnung des Antrages der Linken. Applaus